Also erst einmal herzlich willkommen zum KIM Alumni Kabinengeflüster. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Insbesondere freue ich mich, dass ich hier gerade in Erfurt sein darf, bei meinem heutigen Gast, wobei ja eigentlich ich heute Gast bin, wenn man so möchte, in der Ballsportfabrik beim Thorsten Traub. Tausend Dank, dass ich bei dir sein darf. Na, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier nach Erfurt zu kommen. Klar, immer herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt erstmal kennengelernt. Ich glaube, eine interessante Zeit jetzt davor gehabt, wo wir uns über viele Themen ausgetauscht haben. Und klar, erstmal vielen Dank, dass ich da teilnehmen darf am Kabinengeflüster. Ja, sehr gerne sogar, weil im Endeffekt ist es bei dir tatsächlich so, du kannst ja noch viel mehr Kabinengeflüster machen als die meisten, denn du warst ehemaliger Fußballprofi, bist in dem Sinne immer noch Profi, nur jetzt nicht mehr auf dem Platz, sondern um den Platz herum. Da wirst du sicherlich auch gleich einiges dazu erzählen. Aber vielleicht kannst du tatsächlich als allererstes einmal den Leuten erzählen, wie so deine Karriere abgelaufen ist, so die paar Stationen. Und du weißt ja, es geht viel bei der KIM Alumni darum, was man sozusagen auch immer mitnehmen kann. Vielleicht fallen dir ja schon Dinge ein, wo du sagst, Mensch, als Profi habe ich schon Dinge mitnehmen können, die mir jetzt im Sportbusiness sozusagen sehr gut tun oder vielleicht ja auch gelehrt haben, wie man es nicht macht. Ja, meine Karriere hat schon früh angefangen. Ich glaube, dort war es noch nicht mit Nachwuchsleistungszentren. Da wurde noch nicht so viel Wert auf die Nachwuchsarbeit gelegt, die erst viel, viel später gekommen ist. Einen harten Weg gehabt, aber auch einen schönen, spannender Weg, wo ich sage, dass es hat mich geprägt, gewisse Entwicklungen durchzumachen, was es angeht vom Jugend- in Herrenbereich. Ich glaube, das hat mich... Es war sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich war in meinem Jugendbereich, also von vornherein immer Fußballer, von klein auf, wollte Fußballprofi werden. Habe da bei meinem Heimatverein, SSV Reutlingen damals, die Nachwuchs ab der U17 durchschritten. Einer der ersten gewesen, der den Sprung auch bei den Profis geschafft hat. Als U19-Spieler, das was es damals noch nicht gab, auch dann bei den Profis mittrainieren durfte, auf der Bank gesessen. Da gab es schon ein paar Geschichten, die ich da miterlebt habe. Und deswegen, danach auch immer gleich wieder das Glück gehabt, dann die richtigen Schritte gemacht zu haben, die richtigen Leute beim Verein gewesen zu sein. Also das heißt, Reutlingen dann Profi geworden, jahrelang dort gewesen, vielleicht zu lange. Erfolgreich aber auch gewesen mit Aufstieg von der Regionalliga, ein Traditionsverein, der ja schon auch mal zweite Bundesliga gespielt hat. Ja. Dort unter Armin Fee aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Als graue Mäuse im Endeffekt eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, in der ersten Liga geschnuppert und dann auch immer so weitergezogen über die, so in Deutschland, ich sage immer so, im Süden von Deutschland gestartet, dann komplett einmal durch nach Norden. Zu einem meiner Herzensvereine. Zu einem der besten und den geilsten Clubs, den es gibt, St. Pauli. Ich sage, dort gespielt zu haben, das prägt einen, dort das miterlebt zu haben. Ja. Dort eher sportlich nicht so eine schöne Zeit gehabt, weil es einfach auch der Entwicklung des Vereins gewesen ist. Die sind abgestiegen von der ersten Liga und dann im Endeffekt durchgereicht worden, was extrem schade war. Aber ich glaube, jeder, der in Hamburg mal gewohnt hat und gelebt hat, das bringt einen persönlich und menschlich extrem weiter. Ja. Ich habe immer noch Freunde, wo ich immer wieder hochfahre. Ich besuche sie immer. Also der Norden hat mich nie losgelassen. Und dann wieder zurück, langsam ins Süden, erstmal über den Osten, nach Erfurt, so eine gewisse Aufbauhilfe Ost gemacht. Und dort auch wieder einen Schritt zurück gemacht und dann wieder erfolgreich gewesen im Aufstieg, dort durchgespielt und dann wieder zurück ins Süden, direkt zum FC Augsburg, auch ein Verein, der viel vorhatte, einen gewissen Weg, was man jetzt auch jetzt sieht, erste Bundesliga, ja. Im Endeffekt hat man das mit angestoßen. Ja, haben wir gerade schon drüber geredet, hast du unseren Paten Andreas Rettig kennengelernt als deinen damaligen, was war er, Geschäftsführer oder sportlicher Leiter? Ich glaube Sportdirektor hieß es schon, in der zweiten Liga. Wir haben das Gesamte mit angestoßen, mit dem Aufstieg, dann in die zweite Bundesliga ist im Endeffekt alles ins Rollen gekommen mit Stadionbau. Walter Seinsch, der das Gesamte so mit begleitet hat und auch jahrelang geprägt hat. Das heißt, du hast noch im Rosenau-Stadion gespielt? Ich habe im alten Rosenau Wahnsinn. Noch gespielt und habe da auch schöne, wir haben richtig schöne Zeit gehabt mit dem Aufstieg zu erkennen. Das Schöne ist ja, wenn man bei Vereinen Fußball spielt, mit die wenig Zuschauer anfängt und dann sieht, wie die kleinste Euphorie durch die Stadt facht und dann auch der Ausverkauf des Hauses. Und ja, da gibt es schon schöne Erlebnisse, wenn dann die Stadien voll werden, immer mehr Zuschauer kommen. Und wir hatten damals schon eine richtig gute Truppe, wo wir souverän aufgestiegen sind. Mit Trainer Rainer Hörgel, der dann auch in der zweiten Liga noch dort geblieben ist, gewisse Sachen noch mitgeprägt hat. Und von daher
Das sind alles so Richtungen. Und dann Ende meiner Karriere von Augsburg dann nochmal zu VfR Aalen, Richtung Heimat, schon ein bisschen. Dort noch 1,5 Jahre gewesen und dann meine Karriere bei den Stuttgarter Kickers ausklingen lassen. Leider auch mit dem Abstieg aus der dritten Liga, haben es leider nicht mehr geschafft. Und dann, im Endeffekt danach zu sagen, jawohl, was machst du danach? Für mich war schon immer klar, ich werde irgendwo im Fußball tätig sein. Fußball hat mich immer verfolgt, Fußball hat mich groß gemacht. Ja. Und habe aber auch seit ich 21 bin, studiert. Ich glaube, das ist das, was viele, wenn sie wissen, was sie wollen, klar sein kann, man kann während dem Fußball viel nebenher machen. Mhm. Also es war damals so nicht so, dass Nachwuchsleistungszentrum, was ich ja schon gesagt habe, sondern ich habe davor eine Ausbildung gemacht, als normaler in Unternehmen, als Feinmechaniker sogar, habe dann nebenher noch Fußball gespielt, so ist dann das Gesamte auch noch, was die andere Karriere angeht und habe dann im Endeffekt mit 21 angefangen zu studieren, Sportmanagement, doch IST, die Zeit genutzt, mit Nico Frommer gesagt, komm, lass uns was machen, der damals auch in Reutlingen gespielt hat. Und das hat mich dann immer wieder so verfolgt, dass ich gesagt, okay, mache ich mal, habe das von mir hergeschoben, so wie immer als Fußballer. Aber ich glaube, die Zeit hat mir gut getan, auch diese Zwischenphasen zu nutzen, immer den Kopf für andere Sachen auch frei zu haben. Wie funktioniert Fußball, was gibt es drumherum? Ja. Und habe das dann weitergemacht zum Sportfachwirt und dann hinten raus dann noch das richtige Studium oben drauf gesetzt zum Sportökonom. Und dort halt super interessante Leute kennengelernt. Und ja, das ist alles so neben meiner Karriere passiert, so dass ich im Endeffekt, nachdem ich fertig gewesen bin, gesagt habe, okay, nach Fußball will ich mal nochmal kurz, um mein Studium abzuschließen, meine Bachelorarbeit zu schreiben, dann eine Indoor-Sportart kennenlernen, da habe ich dann auch gemacht bei Walter Tigers Tübingen. Aber leider wollte ich eine Saison bleiben, habe es eine Dreiviertel-Saison geschafft, Dreivierteljahr. Und dann jetzt plötzlich kam ein Anruf, mein ehemaliger Trainer war beim FC Rot-Weiß Erfurt in der Doppelfunktion, Trainer und sportlicher Leiter, und sagte, das kriege ich nicht alleine hin. Also ich brauche jemanden, der mich im Endeffekt dann dort unterstützt. Aber ich weiß, was du kannst, was du studiert hast, Vertrauen war da. Und so ist das Gesamte zustande gekommen, dass ich dann in den Bereich, in das Management reingerutscht bin, wo ich sage, oh ja, super interessant, dort im ersten Dreivierteljahr auch sehr viel, auch im Nachwuchs, weil das anfing dann mit Nachwuchsleistungszentren, dort ein NRZ mit aufgebaut. Und auch dort nach einem Dreivierteljahr der Trainer gesagt hat, ich wurde entlassen, und dann kam der Präsident und sagte, so, du darfst jetzt in erste Reihe rutschen. Und habe das dann 8 Jahre lang im Stück geführt in der dritten Liga. Und was Geschäftsführer? Geschäftsführer, sportlicher Leiter, mit NRZ aufgebaut. Im Endeffekt alles fast eine Hand, ein paar Zuarbeiter gehabt, die man einfach auch benötigt. Aber eine sehr spannende und sehr interessante Aufgabe. Spannend. Und deswegen, danach gibt es andere Geschichten, die es dann nach dem Fußball sagt, okay, Fußball verbindet einen, Fußball ist eine Leidenschaft, Fußball ist das, was man gerne macht, und auch deswegen ist es auch dann zu der Agentur Ballsportfabrik gekommen, die ich dann im Anschluss danach gegründet habe, auf der Erfahrungen, was ich dann aus dem Fußball mitgenommen habe. Spannend, also da kommen wir auf jeden Fall gleich da zurück auf die Ballsportfabrik. Du hattest mir vorher quasi eine Steilvorlage geliefert, nämlich hast du gesagt, du warst als Spieler jetzt nicht unbedingt der jede Schiedsrichteraktion ganz exakt so hingenommen hat, sondern durchaus auch mal hier und da ein Wörtchen fallen hast lassen, dass dir die eine oder andere gelbe Karte eingeholt hat. Dann hast du mir gesagt, genau der Trainer und Sportdirektor, der dich hier nach Erfurt geholt hat, war auch nicht immer dein bester Freund als Spieler, weil er dich ab und zu mal nicht hat spielen lassen. Das heißt, ich habe automatisch schon rausgehört, du hast aus deiner Profizeit viel mitgenommen für deine Zeit jetzt danach sozusagen. Habe ich damit schon die wichtigsten Punkte aufgenommen, oder würdest du sagen, da gab es noch mehr andere Sachen, die ganz, ganz essentiell waren für deinen Karriereweg danach? Na, ich glaube schon, das sind die wichtigsten. Aber ich glaube, da könnte ich noch so viel aufführen, weil ich wirklich zur harten Zeit dadurch durch die Schule gegangen bin. Und, aber es war wirklich so, dass man im Fußball, jeder hat gewisse, mit einem Talent kommt man zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, dann der Wille und die mentale Stärke ist dann das eine, das dich noch weiter trägt. Und da gab es, da hat mich das einfach auch in den Punkt weitergetragen, sodass ich dann, man war so verbissen, dieses Ziel zu schaffen. Und man hat viel, klar, gewisse Sachen in die Wiege gelegt bekommen.
Aber man musste hart dafür arbeiten. Und für mich immer da so, dass den, trotz dem Gesamten den Spaß nicht zu verlieren. Ich hatte damals in meiner Anfangszeit auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis im Trainer damals, Armin Fee. Ich als junger, ehrgeiziger Zögling, sage ich mal so, bin bei den Profis oben dabei gewesen und hat so die Mannschaft geformt und immer wieder jedes Jahr einer vor die Nase gesetzt bekommen. Und ich war so verbissen und habe es jedes Jahr immer wieder weggedrückt als Innenverteidiger oder Linksverteidiger, habe die immer wieder dann mich durchgesetzt. Und er hat irgendwann zu mir gesagt: Thorsten, du bist so verbissen, was dir noch fehlt, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, ist eine gewisse Lockerheit. Mhm. Nicht jeden Tag hier reingekommen und ein Gesicht hinzuziehen, sondern man muss eine gewisse Mischung finden, auch Spaß. Und deswegen machen wir es so, wenn du in die Kabine reinkommst und mir die Hand gibst, möchte ich, dass du ein Lächeln im Gesicht hast. Und wenn du das dann machst, ist alles gut. Wenn du das nicht machst, dann musst du jeweils immer ein paar Euro an mich bezahlen. Und das war für mich so ein Ansatz, zu sagen, okay. Ach, dass du kein Geld hast. Nein, ich muss sagen, ich habe mich immer daran gehalten und habe versucht, dann nett und höflich zu sein. Aber es hat mir auch geholfen, in dem seltenen Selbstbewusstsein dann breiter zu werden und auch dann die gewisse Sachen, die dann einfach vorfallen, auch etwas entspannter zu sehen. Und da kam noch dazu, da hat er gesagt, oh, ich sehe schon, du willst. Du musst dich mit der Position noch anfreunden. Du kannst jetzt in eine Richtung gehen, du kannst dich sträuben. Ja. Aber ich werde eins machen. Du wirst auf der Position spielen. Und wenn du schlecht spielst, spielst du trotzdem. Aber wenn du noch schlechter spielst, erst recht. Du spielst da und sonst noch niemand. Und das war für mich auch so ein Punkt, was ich immer gerne zurückerinnere. Armin Fee hat mich da schon, ich sage mal so, mein Papa mitgezogen, in eine Richtung zu gehen. Und deswegen, trotz alledem, die Verbissenheit ist in vielen Bereichen da gewesen. Ja. Die braucht man auch, um gewisse Sachen zu erreichen. Man muss manchmal hartnäckig sein. Man darf manchmal nicht loslassen, um dann auch vielleicht erfolgreich zu sein und auch gewissen Weg zu bestreiten und sagen, danach, nach einer Karriere oder nach einem gewissen Ding, in den Spiegel zu gucken, boah, hast du alles dafür getan und hast du alles dafür erreicht? Und ich glaube, dafür ist die Verbissenheit einfach da. Aber auch eine gewisse Lockerheit und Entspanntheit, um in gewissen Situationen auch dann das mitzuleben. Spannend. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben, glaube ich, vor 8 Wochen zum ersten Mal telefoniert, sowas in den Dreh. Vor 4 Wochen versucht, uns zum ersten Mal zu treffen. Heute hat es geklappt. Wir haben uns schon locker 2,5 Stunden jetzt darüber unterhalten, was A, wir bei Kim Sports Management machen, was B, ihr hier bei der Ballsportfabrik macht. Und man hat trotzdem das Gefühl, nicht nur, weil wir sehr ähnliche Dinge in ganz anderen Bereichen machen, irgendwie verstehen wir uns. Erzähl mal ganz kurz, was ist die Ballsportfabrik? Und erzähl auch vielleicht, soweit du das schon einsetzen kannst, die Parallelen zu unserer Kim-Alumni, dieses Thema junge Leute, Förderung etc. pp. Ja, wie gesagt, das, was ich in der Karriere so durchlebt habe, die unterschiedlichen Positionen, Spieler zu sein, Management zu sein, mit auch in die Richtung zu gehen, Berater, wo ich sage, ich bin nicht dieser direkte Berater, so wie alle viele denken, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, was kannst du, wie verändert sich der Fußball, wie entwickelt sich der Fußball. Zu meiner aktiven Zeit war es ein Trainer, ein Co-Trainer und dann ein Torwarttrainer. Es gab noch keinen Athletiktrainer, aber es gab noch viele Sachen drumherum nicht. Da kam langsam so ein Ernährungsberater dazu. Und auch dann durch die Arbeit im NRZ war es für mich immer, wie kannst du Optimales verbessern? Die Trainer, ein entscheidender Faktor heutzutage in der Arbeit mit Nachwuchs, aber auch im Herrenbereich, sind die der entscheidende Faktor. Die Qualität und die Art von den Personen, die einfach sich in den letzten Jahren, hat sich das Gesamte weiterentwickelt. Und das war für mich der Punkt zu sagen, ich bin jetzt nicht dieser spezielle Spielerberater, sondern eher in dem Bereich, das Team hinter dem Team, denen auch eine gewisse Wertschätzung zu geben und sagen, hey, ihr seid auch wichtig, noch wichtiger wie vieles andere. Und so habe ich den Weg eingeschlagen, zu sagen, jawohl, ich gründe die Ballsportfabrik, die in dem Bereich Staff tätig ist, das heißt Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, Videoanalyst, Physiotherapeuten, die berät, begleitet und auch einen gewissen Weg aufzeigt. Und auch dann versucht das Netzwerk, wo dann auch da für uns eine gewisse Verbindung kommt, das Netzwerk zu den Vereinen, gewissen Jugendlichen einen Weg zu geben oder Jungen, die in dem Sport sich etablieren wollen, irgendwas aufzubauen, mit zu begleiten, auszubilden oder auch als Mentoren oder auch für Fragen oder auch Probleme einfach dann zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dort ist der Punkt da, wo sich Kim
und die Ballsportfabrik ja, irgendwo dann auch verbinden kann. Mhm. Ich glaube, das ist das, was ich von dir auch gehört habe, was sehr, sehr interessant ist, wo ich glaube, wir viele Gemeinsamkeiten haben. Freut mich auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde es ganz spannend. Du hattest vorher gesagt, ein Trainer hat mal zu dir gesagt, du hast nicht die ultimative Waffe im Sinne von, du bist nicht 2 Meter groß, du bist nicht der Schnellste auf dem Platz, so wie es vielleicht jetzt ein Davies bei Bayern ist. Tatsächlich finde ich aber diese menschliche Art, die du hast und die man auch tatsächlich hier in diesen Räumlichkeiten sofort spürt, ist ja auch eine Waffe. Das heißt, warst du schon immer dieser, ja, eben auch Teamplayer, der kannst du das auch den jungen Leuten mitgeben, dass das im Sport besonders wichtig ist, dass man irgendwie auch lernen muss, mit Leuten gut klarzukommen, sie hinter dich zu bringen? Oder ist das etwas, was du tatsächlich erst jetzt im Nachgang als Nicht-Fußballprofi hast lernen müssen? Also ich glaube, im gesamten Fußball gibt es ja unterschiedliche Typen. Es gibt diese Leader, es gibt diese Teamplayer und es gibt die Individualisten. Und ich habe mich zu den am Anfang zu den Teamplayern gehört, für Mannschaft erfolgreich zu sein, zu arbeiten, gewisse Position auszufüllen, aber dann irgendwann auch in die Leaderposition zu rutschen, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren auch für mich gelernt habe. Ich glaube, alleine, einer alleine kann nichts bewirken. Man braucht gewisse Leute, man braucht ein Netzwerk, man braucht und die qualifiziert sind und sagen Spezialisten, die einem dabei helfen, um zu sagen, jawohl, ich weiß, wo ich mich melden muss, um gewisse Sachen zu erreichen. Und das ist das, was mich so auch im Gesamten dann auch geprägt hat und wo ich sage, das lebe ich jetzt noch. Wo ich auch sehr viel Wert lege, weil ich glaube, die Qualifikation ist das eine, aber die Art und Weise, die Menschlichkeit, das ist das, was man sagt, wenn man Fußball sieht, ist Fußball eigentlich eine extrem kleine Welt, auch wenn sie groß ist. Man trifft sich im Fußball mehrmals und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, ob man gerne mit jemand oder zusammenarbeitet oder sagt, boah, das hat mir Spaß gemacht, dann hinterlässt man einen ganz anderen Eindruck. Und ich habe da schon sehr, sehr viel erlebt, auch von ehemaligen Präsidenten mitgenommen. Man muss auch in der Situation, selbst wenn man Chef ist, wissen, was die kleinste Person unten macht und was für eine Tätigkeit. Deswegen, Walter Seinsch hat mich damals auch in Augsburger Zeiten, hat alle Spieler mal zum Essen eingeladen, die neu dazugekommen sind in der Anfangszeit. Ich weiß nicht, ob es die Jahre noch gemacht hat. Auf jeden Fall machen wir Essen. Da hat er auch gesagt, ich habe gewisse Firmen aufgebaut. Die habe aber nicht so aufgebaut, sondern ich habe von vornherein hart gearbeitet und ich wusste ganz genau, was die unterste Person für eine Tätigkeit hat. Also ich konnte mich in die rein versetzen. Und ich glaube, das ist das, was auch für mich meine Stärke ist, nicht die Leute an gewisse Sachen zu messen oder auch ja doch zu messen, aber halt nicht die Person dann auf dem Unterniveau zu halten und sagen, wie kann ich die besser machen und sie mitzunehmen, als sie einfach zu bewerten, du hast eine kleine Position. Und das ist so, egal, kann ich jetzt auch in eine Richtung gehen, bei den Vereinen, wo ich bis jetzt oder wo ich damals Fußball gespielt habe oder auch mit denen ich zu tun hatte, habe ich immer noch ein ganz gutes Verhältnis. Ich kann immer dort wieder zurückkehren, weil jeder, ich habe mich für jeden Verein oder auch wo ich gewesen bin, so eingesetzt und alleine meine Leidenschaft, den ich für Fußball trage, eingesetzt, dass ich glaube, dort immer sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen habe. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Du bist ja, also wir haben vorher festgestellt, wir kennen viele Leute, beide von anderen Hergehensweisen, also bei dir war Andreas Rettig mal dein Chef, wenn man so möchte, oder zumindest ein Vorgesetzter. Bei mir als Pate der Kim-Alumni natürlich eine ganz wichtige Person. Dann haben wir festgestellt, Felix Jäckle kennen wir beide zusammen. Wir hatten noch ein paar andere Überschneidungen. Trotzdem zeigt es ja, dass es nicht diesen einen klassischen Weg geht, um sich sozusagen ein Netzwerk aufzubauen. Klar, deine Profikarriere wird dir da geholfen haben. Aber was würdest du den jungen Leuten mitgeben, wenn es darum geht, in einem sportlichen Umfeld, wie es eben jetzt hat unser Berufsfeld ist, wirklich sich ein Netzwerk aufzubauen und das aber auch dann zu pflegen, zu halten. Wie würdest du da vorgehen? Ich glaube, klar, man hat durch gewisse Tätigkeiten davor, ist einfacher, aber ich glaube, so eine gewisse Hartnäckigkeit, das, was ich vorhin gesagt habe, die Verbissenheit, auch dran zu bleiben, also ein Netzwerk aufbauen und ich möchte mich dort auch profilieren und ich möchte mich dort auch weiterentwickeln. Ich glaube, wie ich so eine Grundeinstellung habe, nicht gleich aufzugeben, wenn mal was nicht funktioniert, sondern auch dort. Ich glaube, das macht uns Menschen raus, auch aus den Fehlern, die wir haben, dann zu lernen und sagen, was kann ich besser machen? Wie muss ich es vielleicht angehen? Sich öfter mal wieder zu hinterfragen. Und auch, dann können es viele schaffen. Wenn sie sich dann aber auch sagen, okay, ich
bin beratungsresistent, ne? Und ich lasse mich dort einfach auch mal, ich lasse mir helfen von den Leuten, die es wirklich können, und nehme das auf und versuche für mich das umzusetzen, wie ich es aus meiner Person, ohne sich selber irgendwo, dass du verloren gehst, sondern daraus das Beste zu entwickeln. Wie schaffe ich es? Du hast mir von eurem, wie ihr angefangen habt, erzählt. Ja. Ja? Einfach so reingestolpert und am besten daraus gelernt. Auch negative Erlebnisse, die helfen einem extrem. Ja. Ich glaube, es wird immer wieder geben. Das ist in meiner sportlichen Zeit so gewesen. War danach auch immer so, wenn du hingefallen bist, musst du wieder aufstehen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was auch dann auch für viele dann der wichtige und entscheidende Faktor ist, dass du da immer wieder aufstehst, nach vorne mutig gehst und sagst, jawohl, du glaubst an das, was du machst, und du bist von dir überzeugt. Hast du ja vorher gesagt, du warst ja, also um das mal in mein Wort zu packen, fast eine Art Fahrstuhlspieler, oder? Also du warst ja viele Aufstiege und der ein oder andere Abstieg war auch mit dabei. Also da hat man ja dann alle Höhen und Tiefen im sportlichen Leben ja miterleben müssen und dürfen, aber im Endeffekt. Ja, ich glaube, die erfolgreichen oder die schönen, die nimmt man dann klar. Ach, die hält natürlich. Man länger in sich. Das ist ja, aber trotzdem sage ich, auch die negativen gewisse Sachen mitzunehmen und Leute was mitzugeben und sagen, abzusteigen, ja, ist ein hartes Brot, gibt es dagegen anzukämpfen, aber man muss positiv nach vorne gucken. Und bei den anderen Sachen, Aufstiegen, hatte ich auch einfach das Glück, dass vieles zusammengepasst hat. Ein Trainer hat gepasst, Verein hat gepasst, die Mannschaftskameraden haben gepasst, zur rechten Zeit im rechten Fleck, was dann auch einfach das Glück sein muss, das muss man sich aber auch erarbeiten. Und von daher ist es so, sind viele Faktoren drin. Aber das ist über die Erfolge, Aufstiege, ob es in Reutlingen war, was sehr, sehr schön war, mein erster Aufstieg, ob es dann Erfurt war, der sehr, sehr glücklich gewesen ist, weil wir dort als Zweiter aufgestiegen sind. Da war FC Bayern München 2 mit Thomas Müller, mit Misimovic, wie sie alle hießen, die waren da richtig stark in diesem Jahr. Im Endeffekt hochgestolpert, haben wir gesagt, in die zweite Bundesliga. Ja, und dann der FC Augsburg, der war so souverän, der war so klar, der hat richtig schön Spaß gemacht, weil wir eine gute Truppe gewesen sind, die sich das Jahr gezeigt hat, genau, verdient auch aufgestiegen sind. Tausend Dank. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage, wobei je nach Antwort muss ich sagen, wird es vielleicht noch eine zweite. Was war für dich, und das ist etwas, was ich jeden immer frage, der emotionalste Moment, den du in diesem Umfeld Sport bisher erleben durftest oder musstest? Kann auch negativ sein. Gut, das ist das, ja. Ich habe emotional, ich glaube, jeder verarbeitet das für sich selber. Für mich war so ein Aufstieg immer sehr emotional. Deswegen, aber auch diese Abstiege. Ne? St. Pauli war für mich sehr emotional, weil es ein Verein war, wo ich sage, boah, für was ganz anderes vorgesehen. Und von der ersten Liga dann durchzureichen war sehr, sehr hart und sehr brutal. Auch die Erlebnis von seinen Sport nicht so ausüben zu dürfen, wie man es will. Weil man will ja immer spielen als Fußballer und mehr auf der Bank zu sitzen. Das ist schon für mich so, das war schon hart. Tatsächlich, du hast es angeschnitten und trotzdem muss ich nochmal ganz gezielt nachfragen, wie emotional ist es, bei Hellspells ins Millantor einzulaufen? Ich glaube, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das ist Gänsehaut. Da habe ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Das ist, ich sage das Millantor mit dem Gesamten, das ist sowas Geiles. Und wir haben, Millantor hat sich jetzt verändert. Ich sage, damals war es nur das richtige Historische. Ja. Wenn ich dort ein paar Geschichten über die Kabine erzählen würde, ich glaube, das ist sensationell. Das ist das, was St. Pauli ausmacht. Auch dort, selbst auf der Tribüne zu sitzen damals, auf der Holztribüne, wo dann neben dir der Millionär, die Prostituierte sitzt und beim Tor alles aus sich rausgeht, alle im Raum liegen. Ich glaube, das ist auch das mitzuerleben, ist das, wo ich sage, boah, das denke ich immer noch gerne zurück. Und das ist für mich, wenn ich jetzt im norddeutschen Bereich unterwegs bin, versuche ich immer in Hamburg einen Stopp zu machen, um auch sowas wieder mitzuerleben. Ja. Also liebe Grüße an Kolja, Natascha. Ihr seht, ihr habt ganz viele Fans weiterhin in der Nation. Und ich muss sagen, mich hat Pauli fasziniert, als ich in einem Buch über meine Lieblingsband, über die Ärzte gelesen habe, dass Bela B., der ja immer noch regelmäßig im Stadion ist, zusammen mit seinen Bandkollegen die sanitäre Situation im Stadion so schlimm fand, dass er gleich mal ein paar Klohäuschen fürs Millantor gespendet hat. Und ich glaube, das sagt schon fast alles über dieses alte Stadion. Definitiv. Und wenn man dann noch den VIP-Zug sehen, die Container mit den alten Tapeten, das ist aber auch, das macht St. Pauli aus. Und das ist das, was Flair dieser Flair, der nicht verloren gehen darf. Und das ist auch das, was St. Pauli momentan ausmacht. Diese Marke, diese Werte, was von den Leuten getragen wird, das ist das, was einen einfach immer dort wieder verbindet.
Perfekt. Tausend Dank wirklich für deine Zeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Hörer oder auch Zugucker vielleicht viele Fragen an dich hätten. Es würde mich freuen, wenn ich einfach deinen Kontakt im Zweifel weitergeben dürfte, im Sinne von, wenn jemand was von dir wissen möchte. Ich glaube tatsächlich, ihr hättet hier jemanden, einen Ansprechpartner, der euch so viel auf euren Weg mitgeben könnt, der aber auch tatsächlich für euch ganz spannende Kontakte zu besorgen hätte und dementsprechend euch auch sicherlich auf eurem Karriereweg begleiten könnte. Und mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, weil allein diese alten Geschichten ganz, ganz toll sind, die da mal wieder zu hören und zu wissen, wie ein Sportler sich quasi auch gefühlt hat. Für mich auch. Erstmal Dankeschön, dass ich das machen durfte. Jeder, der irgendwelche Fragen hat, einfach unverbindlich anrufen, ohne Probleme. Ich bin ein normaler Mensch, ich beiße nicht, deswegen steht da für klar offen. Ja, in der Zwischenzeit auch dort wieder die Lockerheit gewonnen, ja. Dort zu wissen, ja, man muss einfach ein Mensch sein. Und ja. Ich glaube, das ist das, was mich dann auch in dem Gesamten entspannt hat. Von daher, Dankeschön. Tausend Dank für deine Zeit und schön, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du hier warst. Und da eine gute Heimfahrt wünsche ich dir noch. Danke dir. Danke.